hallo. Wir sind angekommen, es ist arschkalt. Ja, okay, 0 Grad, aber wir haben schon den ersten Schnee. So sieht's aus, wenn heute was schaffen.
heute einen Helfer. Er tut zumindest so, als würde er helfen. Tag, neues Glück! jetzt geht's weiter, würde ich sagen. So, Abendstimmung. Corvinian ist da. Und wir sind jetzt gerade im Schuppen. In unserem ranzigen Schuppen. Der ist hinterm Haus und hier schaut es immer noch aus wie Sau, weil wir uns hier nicht drum gekümmert haben, ist ja auch nicht wichtig. Aber hier ist noch Bauschutt und deswegen sind wir jetzt hier und holen den Bauschutt raus. Hey, guck mal. Jetzt geht auch darum, dass wir aufhören, wenn wir das Lager für ihn nehmen können. Genau, und man muss ihn natürlich... Das Dach reparieren. Man muss das Dach reparieren. Wie man sieht, ist ein Loch in der Wand, das sollte eigentlich kein Loch sein. und da hinten... Da... kommt was durch die Decke, was da nicht durchkommen sollte. Also, ja. Aber das kriegen wir schon hin. Also nochmal in Strom stecken. Ich glaube, die dreht sich nicht mal. Ich schicke mal den einen YouTuber, der Ich habe jetzt übers Wochenende nicht gefilmt, weil ich so frustriert war und ich euch nicht zeigen will, wie ich mich beim Mauern blamiere. Hier hinten sieht man unser Wochenendprojekt. Vielleicht sieht man es auf der Kamera nicht so, aber das ist schon ein bisschen schief. Und wie findet ihr unseren Bagger? Bagger fahren. Können wir nur Bagger fahren? Doch, ich schon.
Hallo, es ist Donnerstag, morgen ist der 1. Juli. Das bedeutet für mich, ich muss wieder arbeiten. Morgen bin ich offiziell wieder Arbeiter angestellt. Ich bin deshalb nicht mehr so viel da, es wird sich wesentlich weniger tun, aber wir haben dafür die letzte Woche noch ordentlich reingehauen. Annika rührt Mörtel an. Das ist wie die Wälder. Ja, ganz los. Mein. Nicht, dass ich es besser mache. Die haben aber nicht gut geguckt. Ich habe jetzt in letzter Zeit relativ wenig gefilmt, weil wir immer spät abends da sind nach dem Arbeiten und ich habe einfach, es ist einfach zu viel. Ich habe auch echt keine Zeit momentan, um irgendwas zu schneiden. Wir sind nämlich ein bisschen unter Zeitdruck und müssen ja bis September unsere ganzen Fenster nicht vorbereitet haben und Hüttstürze einbauen und Glattstrich machen und so. Das ist momentan sehr anstrengend. Und wenn ich heute wieder alleine hier bin und Hunger habe, mache ich mir jetzt auch schön Pommes. Wir haben jetzt schon unsere erste Fensterlieferung bekommen und die Haustür haben.
Wir sind jetzt fast fertig mit unseren Fenstern. Jetzt ist zwar Sonntag, wir sind leider noch ein bisschen krank. Das ist dann ja, was hast du erwartet? Du holst das Brot. Das war so schön, Annika, das ist kaputt war. Entschuldigung, da ist ja unten auch noch eins drin. Knoblauch. Ja, das ist von alleine aus. Ja, ich weiß, ich hab's gesehen.